Hallo liebe Zuschauer des Richtige Wahlkanals. In diesem Video werde ich über den Samsung GQ85LS03BGUXZG Fernseher berichten. Kennen Sie dieses Modell? Schreiben Sie gerne in den Kommentaren unter diesem Video, was Sie davon halten. Wenn Sie das Gerät kaufen möchten, dann schauen Sie gerne in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie Links mit den aktuellen Preisen und der aktuellen Verfügbarkeit. Fangen wir an! Die Bildschirmdiagonale beträgt 85 Zoll, Bildschirmauflösung 3840x2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine VA-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit, 8 Bit plus FRC und Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 50 bzw. 60 Hertz. Mattes Display. Mit unserem matten Display störte ich weder die Mittagssonne noch Lampenreflexionen beim Filmabend. Du kannst das Bild, ob Kunst- oder TV-Inhalte, frei von Lichtreflexionen genießen. 100%iges Farbvolumen. Die Quantum Dot-Technologie sorgt für lebendige Farben mit bis zu 100%igem Farbvolumen, die bei nahezu jeglichen Lichtverhältnissen kräftig bleiben, ohne Farbverlust. Quantum-Prozessor 4K. Der Quantum-Prozessor 4K kann mithilfe künstlicher Intelligenz, AI, für eine Optimierung von Bild, Ton und Funktionen sorgen. So gehen Bedienvorgänge wie das Wechseln des Programms oder das Starten von Apps extrem schnell. Helligkeit, Kontraste und Sound kann der Prozessor fast in Echtzeit regulieren, indem er in einzelnen Szenen eine passende Upscaling-Formel auswählt. Eye-Comfort-Modus. Samsungs einzigartiger Eye-Comfort-Modus berücksichtigt die genauen jeweiligen Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten, sodass der Screen automatisch entsprechend angepasst wird. Nach Einbruch der Dunkelheit reduziert der Modus Helligkeit und Farben, sodass dein Bildschirm sanfter für deine Augen ist. Das macht es dir einfacher, dich zu entspannen und zur Ruhe zu finden. Die Farbe des Fernsehers ist ein Schwarz. Er wiegt 45,4 Kilogramm und hat die folgenden Abmessungen. 190,43 cm in der Breite, 108,53 cm in der Höhe und 2,69 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 600x400 WESA-Halterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von G. Es ist außerdem Energy Star und ROHS zertifiziert. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 168 Kilowattstunden pro 1000 Stunden. Design im Rahmenlook. Das elegante Design fügt sich fast nahtlos in den Wohnraum ein und ergänzt so deine Inneneinrichtung. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich folgende Anschlüsse: 2x USB 2.0, einmal Ethernet RJ45, 4x HDMI 2.0, einmal Cable Antenna in F-Type Female, einmal Optical Audio Out und einmal CI+ 1.4. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards: LAN, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth 5.2 und Wireless DeX. Der Fernseher verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über eARC an den Fernseher angeschlossen werden. Object Tracking Sound Light. Der von OTS Lite erzeugte virtuelle 3D-Surround-Sound lässt dich Klänge nicht nur von vorne, sondern auch von oben hören. Das führt dazu, dass der Sound dich förmlich umfließt und so ins Bild hineinzieht. Q-Symphony. Genieße die Harmonie zwischen TV und Soundbar. Q-Symphony sorgt dafür, dass TV und Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt sind und den Sound gleichzeitig wiedergeben. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne dass man die Fernsehlautsprecher stumm schalten muss. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Tizen 7.0 gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streaming-Dienste. Smart Hub. Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, Spiele und Serien verbringen kannst. Mit den drei Kategorien Medien, Spiele und Hintergründe wird dein Fernseherlebnis optimiert, je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt. Damit ist unser Test des Samsung GQ85LS03BGUXZG Fernsehers nun abgeschlossen. Gefällt Ihnen dieses Modell und möchten Sie den aktuellen Preis wissen? Schauen Sie sich gerne die Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen.
Haben Sie Fragen? Schreiben Sie sie in die Kommentare, ich werde sie gerne beantworten. Ich freue mich, wenn Sie dem Video ein Like geben und uns abonnieren. Ich bin schon dabei, das nächste Video zu erstellen. Um es nicht zu verpassen, klicken Sie gerne auf die Glocke. Bis dahin!